Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab? Ich bin willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, das Playoffs im Month Turnier ist wieder draußen. Der nächste Monat ist rum. Und der Spieler, den es da zu holen gibt, ist Milan Skriniar. Für mich eher uninteressant, aber ich finde das Play-of-the-Month-Turnier ja jeden Monat geil, weil es halt so ein Wettkampf ist mit allen anderen FIFA-Mobile-Spielern. Und ich könnte so ein Turnier in dieser Form, würde ich wöchentlich geil finden. So wie die Weekend League auf der Konsole. Wieso macht das EA oder Praktikant Frank, Praktikant Dave nicht wöchentlich in FIFA Mobile? Das wäre geil. Man muss ja nicht am jede Woche 30 Spiele machen, aber man kann ja jedes Wochenende 15 Spiele oder 20 Spiele machen und dann halt nur als Gewinn keinen 90-Plus-Spieler, sondern, keine Ahnung, man kriegt 500.000 Münzen oder so. Also mir geht's gar nicht um den Gewinn, sondern mir geht's um den Competitive-Modus mit den anderen FIFA-Mobile-Spielern. Ganz einfach, easy peasy, lemon cheesy. Wir gehen heute rein, ich werde heute mein Team auf 140 pushen. Ich glaube, ich habe genügend Vorteilspunkte, um das zu machen, weil ich möchte ins Play-of-the-Month-Turnier morgen im Livestream reingehen mit euch. Also morgen gibt es den Play-of-the-Month-Livestream und morgen kommt ja wahrscheinlich auch ein neues Event raus, weil morgen endet das Karnival-Event, morgen endet das Karnevals-Event. Das heißt, morgen zu 90% kommt morgen ein neues Event raus. Eventuell vielleicht heute schon, aber heute werde ich nicht live sein. Also ich bin morgen live, Jungs. Ich bin morgen live und ich hoffe, ihr seid mit am Start morgen Donnerstagabend circa 20:15. Ich weiß nicht, wie lange wir streamen werden. Vielleicht wird es morgen sogar ein 2, 3, 4 Stunden Livestream. Eventuell gehe ich dann noch rein in Mario Kart, aber mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Spätestens Mario Kart wieder am nächsten Montag. Das hat letzten Montag mega Bock gemacht, hier gegen Matti Mario Kart zu spielen und Co. Ich habe ja da einige oder jeden von euch, der mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, habe ich ja angenommen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt aber erstmal Team-Upgrade, Jungs. Team-Upgrade auf 140, weil durch die ganzen Vorteilspunkte, die wir haben, da geht auch ein Gruß und ein Kuss raus an die Hashtag Packstrader-Liga hier. Also an meine Liga. Da, dass ich mir jetzt hier die nächste Gesamtbewertung holen kann. Zack. Und somit haben wir 140. Und das ist sehr, sehr geil. Und jetzt muss ich 900 zahlen. Ich hätte mir auch Chemistry holen können. Hätte ich 350 gezahlt. Aber ich gehe lieber auf den Gesamtwert. Und jetzt habe ich 140 nämlich am Start. Und mit 140, warte mal, wie viele Ränge bräuchte ich? Ich bräuchte 2 Ränge. Warte mal, halt, stopp. Kriege ich 2 Ränge hin? Hier, Ronaldinho hat noch Rang 6. Wie viel habe ich? Ah, nee. Ich brauche die häufigen Splitter. Seltene Splitter habe ich am Start, aber ich brauche die häufigen. Und die häufigen kriege ich ja nirgendwo, ne? Ich glaube maximal, ne, hier kriege ich auch nur die seltenen. Man kriegt derzeit nirgendwo die. Ne, man kriegt die nirgendwo leider. Ich hoffe beim nächsten, also beim Event, was morgen am Start ist, dass ich da nochmal... Oder habe ich die SBC schon gemacht? Warte mal, lasst mich mal da reinschnückern. 2 Samba-Federn nochmal hier am Ende, aber die Samba-Federn bringen mir jetzt halt auch überhaupt gar nichts mehr. Jetzt hier am Ende. Habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich noch gar nicht. Ich kann die SBC noch machen. Aber da kriege ich auch bloß 15. Ich brauche 30 insgesamt. Aber egal, ich mache die SBC jetzt nochmal kurz. Ganz locker flockig. Ich brauche einen Karnevalspieler. Und da habe ich doch ein paar im Verein. Nur Diego Demme. Okay, ich nehme Diego Demme. Dafür haue ich aber in die anderen Positionen. Haue ich dann nur Goldspieler rein hier. Dass ich das wieder runterziehe. Dass das sich ein bisschen ausgleicht, sage ich mal hier. Zack. Okay, jetzt brauche ich noch einen 80er. Obwohl, ich nehme den einfach weg hier. Und stelle da einen... Gerhard nicht. Hier, den... Na, der ist auch zu wenig. Mann! Junge! Man kann daraus auch eine Doktorarbeit machen. Hier, ne? 77er Bakayoko. Rein mit dir, Kollege. Und hier, der 79er. Reicht. Easy. Bam. Bam, 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 bam. Aber die Splitter reichen jetzt trotzdem leider noch nicht aus. 15. Vielleicht kann man heute Abend nochmal die SBC machen. Weil dann ist es ein Tag lang, in dem man am letzten Tag quasi nochmal alles machen kann. Ich gehe davon aus, dass man heute Abend nochmal die SBC machen kann. Dann heißt, ich kriege da nochmal. Vielleicht kann ich morgen, aber das weiß ich nicht. Vielleicht schaffe ich es morgen. Ah, aber was ich euch noch ganz dringend fragen wollte, Jungs, zu Beginn der Folge sagen. Schreibt mir unbedingt eine Challenge unten rein in die Kommentare, weil morgen ist Challenge-Time, morgen machen wir eine Challenge.
Morgen die 20 Uhr Folge ist auch eine Premierenfolge. Eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams gibt es Samstag. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Morgen also die 20 Uhr Folge am Start und danach der Livestream. Ja, Wolski. Und am Samstagabend wird Dortmund Hops genommen. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. So, wir gehen rein ins Beckham-Event. Weil da kann ich zwei Beckham-Packs öffnen. Also noch nicht, aber gleich. Und wieso ist das schon wieder die Post? Wer fährt da? Da fährt ein Bagger da lang hier? Nee, so ein... Doch, das ist ein Bagger. Warum fährt da jetzt ein Bagger lang bei mir? Ich habe gedacht, das ist die Post, Junge. Die Post ballert hier auch immer mit 200 km/h lang gefühlt. Ich habe 180 Punkte und ich bin in der Karriere 4. Jetzt beim Vorletzten. Beim Vorletzten kriegt man nämlich nochmal 50 Beckham-Punkte. Und ich habe dieses CPU-Spiel, weil es wirklich ein spannendes CPU-Spiel ist, extra für die 20 Uhr-Folge heute aufbewahrt. Weil wir spielen heute hier David Beckham. Also wir spielen David Beckham durch, so kann man sagen. Das letzte Spiel kann ich dann auch noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Spiel dann hier in der 20 Uhr-Folge mache. Aber das Spiel ist ja interessant für die 50 Punkte, die wir dadurch bekommen. Und durch die 50 Punkte haben wir über 200 Punkte. Und durch 200 Punkte kriege ich dann... Und kann ich dann wieder zwei Packs öffnen. Und ich brauche jetzt zwei Tore mit Angreifern. Und ich brauche ein Tor mit einem Mittelfeldspieler. Also ein Tor mit Schweinsteiger und ein Tor mit Beckham. Das ist mein First Try, was ich hier gerade probiere bei dem vorletzten Spiel. Bei dem Spiel davor, da habe ich glaube ich fünfmal gespielt oder so. Weil ich da drei Tore mit David Beckham brauchte. Oder mit Schweinsteiger. Ich musste einen Dreierpack machen mit einem Mittelfeldspieler. Also die Aufgabe war wirklich wild. Die Aufgabe war wirklich wild und ich stelle mich hier gerade richtig dumm an. Und wieso ist denn der Teamname da oben weg? Ist das schon wieder ein FIFA Mobile Hack? Oder ein Bug? Ein Fehler? Zack, nach oben, Schweinsteiger. Bam, Lewandowski. Gestern hatte ich mich Dönitz, konzentriere dich. Erstmal das 1-0 machen. Gestern habe ich mich vertan, das wollte ich sagen. Gestern habe ich mich vertan. Gestern gab es nur ein neues Video auf dem Stream Highlights Kanal. Heute gab es einen neuen Packstrader Clip. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Die Clips, die kann man sich auch einfach alleine gönnen. Ich mache die Videos ja nicht selbst. Das macht der Felix und das macht der Moritz auf Ehrenbruder-Basis. Und die Thumbnails macht der Rabona. Und deswegen sehr, sehr, sehr cool. Ich gucke mir die Videos immer alleine gern an. Die werden halt so quasi, also wir haben da eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam. So quasi das Cutter-Team, sage ich mal, für den Packstrader-Clips-Kanal und den Packstrader-Streamerlets-Kanal. Und ja, die Clips werden halt immer da vorher reingeschickt und ich muss mich jedes Mal selbst da zusammenreißen, dass ich da nicht irgendwie lache. Null. Das war's komplett. Also, da sind schon lustige Clips dabei und ich check's erst auch im Nachhinein. Was jetzt? Man realisiert es erst im Nachhinein, was man eigentlich manchmal für eine Scheiße labert. Wenn ich das mal so sagen darf. So, ich brauche noch ein Tor mit David Beckham und ich brauche die 75 Pässe. Aber ich möchte erst das Tor mit dem Mittelfeldspieler haben, dass ich die Pässe einfach so, sage ich mal, hinten hin und her spielen kann. Einmal drehen, David Beckham macht ihn nicht rein. Mann, ey, also die Mittelfeldspieler-Tore sind echt zäh. Die dauern echt Ewigkeiten. So, Ronaldinho, zack, auf Beckham. Und er steht im Abseits. La, 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 la. Das ist doch absolut frech. Wieso? Ey, das kann nicht sein. Ich habe da extra gewartet, bis er da aus dem Abseits läuft. Mann, Alter. Ja, ja. Komm, Neuer, komm raus und schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Neuer. Ja, danke schön. Aber Gegentor ist eh egal, glaube ich, ne? Stört ja jetzt nicht. Ich brauche bloß das Tor mit David Beckham. Ich brauche bloß das Tor mit David Beckham. Jawohl, jawohl, das muss es sein. Das muss es sein, das muss es sein. David. Nein, schon wieder ist er dran. Schon wieder ist der blöde Keeper da dran, Mann. So, zack, jetzt warte ich aber. Wo ist der letzte Spieler? So, jetzt. Jawohl, kein Abseits. David Beckham, David Beckham, David Beckham. Nein. Ja, nein, nein. Mann, das kann nicht sein, dieses Kacktor mit dem Mittelfeldspieler. Ich raste hier aus. Junge, 45 Minuten habe ich jetzt noch Zeit. Ich habe es ganz genau gewusst, das wird ein absoluter Krampf, mit David Beckham wieder ein Tor zu machen, ey. Oder mit Schweinsteiger, ist mir vollkommen egal, wer. Aber ich habe halt, ne, die Aufstellung hat nur zwei Mittelfeldspieler. Und deswegen brauche ich ein Tor mit einem der beiden Spieler. Und David Beckham ist jetzt ganz hinten in der Abwehr. Er braucht jetzt erstmal 3 Jahre, um da wieder nach vorne zu kommen. Schweinsteiger kann ich eh vergessen, der läuft gefühlt nie nach vorne. Na, jetzt fängt er mal an.
Jetzt fängt er mal an. Das kann man sich nicht ausdenken. Das gehört auch schon zum guten Ton. Da habt ihr es gesehen. Amazon geliefert. Das finde ich aber echt einen geilen Service, ne? Jedes Mal kriegt man dann eine E-Mail, wenn das Paket geliefert worden ist. Schweinsteiger, let's go! Also die Post hat geklingelt mal wieder. Jedes Mal, wenn ich hier die 20 Uhr Folge aufnehme, klingelt es an der Tür. Wir haben schon einen Lauf. Gestern hat es geklingelt, vorgestern hat es geklingelt. Ich glaube jetzt 3 Folgen am Stück hat es an der Tür geklingelt. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Und ich glaube, wir haben es jetzt. Wir brauchen jetzt nur noch die Pässe. Aber wir haben ja schon einige Pässe. Ich kann leider nicht sehen. Also das wäre nochmal eine Verbesserung von FIFA Mobile, wenn EA irgendwie oben links zeigen würde oder wenn man ins Pausemenü geht, dass man sieht, wie viele Tore hat man mit Mittelfeldspielern, wie viele Pässe hat man gespielt. Das wäre nochmal schön zu sehen, genau für solche Übungen oder für solche Aufgaben. Dass man genau noch sehen kann, ich muss noch 2 Dribblings machen, 5 Pässe spielen und so. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles. Ich glaube, wir müssten jetzt alles haben. Zack. Wenn nicht, dann raste ich aus, Jungs. Wenn nicht, dann raste ich aus. Zack, Beckham runter nochmal. Soll ich nochmal ein Tor machen mit einem Stürmer? Weil ich jetzt ein Gegentor bekommen habe. Durfte ich ein Gegentor bekommen? War das auch eine Aufgabe? Bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Und lasst mich jetzt einfach hier die 75 Pässe haben. Aber ich habe doch eigentlich schon sehr viel hin und her gespielt. Zack, 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 zack. Komm, ich riskiere es einfach mal. Komm, gönn. Bitte, 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 bitte habe ich alles. 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 77, oh mein Gott. Ich hab 2 Pässe mehr gehabt, als ich brauchte. Also die letzten Pässe eben hin und her, die waren nochmal so wichtig, ne? Die waren nochmal so wichtig. Jetzt habe ich die 50 Punkte, die 50 Erfahrungspunkte, die hole ich mir dann auch noch ab. Aber da brauche ich wieder einen Dreierpack mit einem Mittelfeldspieler. Das ist auch schon wieder so eine ätzende Aufgabe, ne? Aber das ist dann die letzte Aufgabe und dann habe ich das David Beckham Event hier quasi durchgespielt. Dann kann ich nur noch täglich Werbung gucken. Und dann hat sich der Lachs erledigt, würde ich sagen. Dann hat sich der Lachs erledigt. Ich hoffe jetzt, dass ich in diesen 2 Beckham-Packs Marcelo ziehe. Wer glaubt dran? Ich glaube selber nicht dran, aber vielleicht ziehe ich ihn, ja? Let's go. Pack Nummer 1. Pack Nummer 1. Was kriegen wir? Erfahrungspunkte. Man kennt ihn. Und jetzt garantiert Skillboost-Karten. Ich riech's doch. Leute, jetzt garantiert Skillboost-Karten. Ich riech's. Oh, dann Spieler. Gonzales, Alter. Ja, Wolski. 86er Gonzales. Ja, sieht nicht so verkehrt aus, sieht aber auch nicht so gut aus. Aber wenigstens ein Spieler gezogen. Es ist der schlechteste. Es ist der zweitschlechteste. Soll ich mal gucken? Ich guck mal, wie viel der wert ist. Ich guck mal, wie viel der wert ist. Und dann sehen wir uns natürlich morgen Abend im Livestream, Jungs. Ich hoffe, ihr seid am Start. Und natürlich morgen in der 20 Uhr Folge. Und ich hoffe, dass ihr geile Challenges unten reinschreibt. Weil wenn nicht, dann bin ich sauer. Dann bin ich stinkesauer. Gonzales bringt, wenn ich Glück habe, 600.000, 700.000. Manchmal trollt ja der Markt auch. Ich gebe mal ein, 700.000 sofort. Kaufpreis. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Haut rein, bis morgen, tschüss.